Oh Mann, Izzy, ich glaube, wir sollten langsam dieses kleine Zimmer hier aufräumen. Wir haben irgendwie echt viel gespielt in letzter Zeit. Und jetzt, Roman, lass mich schlafen. Wir müssen die Spielzeugkiste aufräumen, weil sonst wird das hier, glaube ich, viel zu dreckig. Und wenn die Mutti erstmal reinkommt und uns sieht, Alter, dann gibt es erstmal richtig Ärger. Ich schlafe. Ich habe viel zu viel von diesem Bananeneis gegessen. Oh, ich liebe Bananen. Ah, mach die auf. Oh mein Gott, sie ist da. Wir haben nicht geschlafen. Was ist das denn für ein Schweinestall? Räumt sofort auf. Tut uns wirklich leid. Wir wollten gerade eben sogar aufräumen. Izzy und ich haben nicht geschlafen. Ich habe gerade aufgeräumt. Ja, hier siehst du. Genau, richtig. Siehst du, wir wollten diese Spielzeuge hier gerade aufräumen. Ich spiele aber sicherlich nicht eure Putzfrau. Nein, das sollst du natürlich auch nicht. Wir räumen doch schon selber auf. Wir wollten das gerade eben wirklich anfangen. Die Weihnachtsdekoration, die wollten wir gerade wegmachen. Wisst ihr was? Ihr beide geht jetzt zu Onkel Doofenschmerz. Und der wird euch einen Tag werdet ihr ihn begleiten. Oh nein, Izzy, kennst du den? Das ist der Onkel, der da an der Müllhalde arbeitet. Oh, wir wollen nicht da arbeiten gehen. Das ist eine ganz fiese Sache. Oh. Ich räume auch hier auf, ja? Ich will nicht die Müllhalde aufräumen. Ich glaube, das wird echt wirklich schwierig, wenn wir da hingehen müssen. Wir räumen lieber das Zimmer auf. Ja, genau. Und hier für die Izzy eine Prinzessinnenpuppe. Ihr müsst doch mal selbstständig werden. Mutti, ey, oh Mann, Izzy, wollen wir das wirklich machen? Das gar nicht. Also, es könnte prinzipiell. Oder pass auf, ich habe eine Idee, wie wir das machen. Wir werden einfach so tun, als ob wir da voll Bock drauf haben, gehen jetzt raus, sagen, ja, wir machen das, aber in echt spielen wir einfach nur draußen auf der Straße mit diesem Ei hier herum. Gute Idee, okay, was ich let's doch go. Von Ostern habe. So, währenddessen die Mutti sie nicht rausgeht. Ja, ich glaube, die glaubt das. Wir müssen ihr das einfach nur zuversichtlich und gut sagen, dann wird sie uns okay. bestimmt schon okay, glauben. Okay. Ja, genau. Lass mal hier rausgehen. Wir wollen übrigens rausgehen. Wollt ihr jetzt losgehen? Ja, wir gehen jetzt los. Wir gehen jetzt zu hier, Onkel, ne? Wir wollen uns bessern und ganz vorbildlich sein. Exakt, richtig. Also Mutti, wir sehen uns dann einfach später wieder. Wir kümmern uns jetzt hier um ein paar erwachsene Dinge, weil wir müssen ja schließlich selbstständig werden. Okay, viel Spaß euch. Werde euren Onkel gleich nochmal anrufen und ihn darüber informieren, dass ihr ihm helfen werdet. Ach, das brauchst du nicht. Das brauchst du wirklich nicht. Nein, wir sind doch das gleich wird ihn da. Sicherlich Der wohnt freuen. Doch nebenan. Ja, das, genau, alles klar, Izzy. Oh, Mann, okay. Wir haben komplett verloren. Ich glaube, wir kriegen das nicht hin. Aber wir können trotzdem eine Runde Ball Egal, spielen mit diesem Ei. Yeah. Oh yeah. Pass auf. Meiner Puppe. Lass mal hier. Guck mal, ich schmeiß dir das Steak Ei her. Komm. Rücken, Roman. Ich habe Steaks auf dem Rücken. Das ist noch von heute Mittag. Ich habe mir ein paar Steaks reingepfiffen. Ja, Mann. Die Leute haben nämlich gefragt, warum ich ein Steak auf dem Rücken hatte in der letzten Folge. Stimmt, weißt du das? Du hattest, weil ich habe dir sogar ein Steak zugeschoben aus Versehen, weil ich so viele Steaks dabei hatte, dass Izzy auch welche tragen musste. Ja, ich musste sie tragen. Aber das war ein Bug, Leute. Das ist auf dem Rücken. Ich habe es nicht gegessen, ja. Und ich bin jetzt mit meiner Puppe so. So, Izzy, fang das Ei. Ich will keine Ahnung, wo ist es? Okay, es geht ihm gut. Was Alter, war das? Da hinten ist irgendwas gerade gespawnt. Oh, oh. Ich glaube, ich muss meinen Ton ein wenig höher machen. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwas. Oh nein, der Nachbar. Oh mein Gott, wir sind auf dem Grundstück vom Nachbar, Izzy. Oh. Meine Puppe, oh Gott, Hilfe. Entschuldigen Sie, was fährt denn der da? Entschuldigen Sie bitte. Oh, das ist der. Rasenmäher? Ja, das ist dieser komische Nachbar. Es tut uns wirklich leid, dass Sie. Oh, er ist aus dem Boden rausgekommen. Runter von meinem Rasen, Ihrer Bauken noch einmal und ich werde dafür persönlich sorgen. Weißt du was? Ich kann hier auch Eier legen, wenn ich möchte. Weißt du was? Das ist mir egal. Du bist ein Nachbar und wenn wir Nachbarn sind, dürfen wir auch bei dir spielen. Das habe ich gehört. Jetzt werde ich dir noch was erleben. Hör zu, wir werden nichts erleben. Geben Sie uns. Der ist über unser Ei. Meine Puppe mit. Hör zu, du kleiner Rasenmäher-Typ, ne? Du bist eh zu langsam, weil du nämlich sowieso so langsam bist, wie ein Rasenmäherfahrer halt eben so ist. Das werdet ihr sehen. Was? Nein, ist die Rennen, er kommt uns hinterher. Nein. Es tut mir leid, Herr Nachbar. Wirklich. Hey, Herr Nachbar, Sie sind eine richtig lahme Schnecke. Sie sind so lahm, dass man. Oh mein Gott, er kommt. Easy, rennen. Er verfolgt uns, Das ist unser Onkel. Lass hinter dem Onkel gehen. Onkel. Hey, Onkel, alles klar. Oh, guck mal, ich stell mich gleich mal hinter dich. Ich kann nicht schneller laufen. Easy, behalte dich. Ich bin da. Oh Gott. Hallo, Onkel. Was ist denn jetzt wieder passiert? Onkel, der Nachbar hat uns gerade verfolgt und irgendwie, wir haben eigentlich gar nichts gemacht und ist ganz böse. Ja, eigentlich war da eine ganz, an die Rabauken, die beiden Rabauken haben mich während meiner schönen Pause im Garten belästigt und sich lustig über mich gemacht. Stimmt das, was der nette Herr da sagt? Nein, ich würde sagen, wir haben uns nicht über ihn lustig gemacht. Das ist eigentlich eine komplette Lüge. Roman hat sich lustig gemacht. Beziehungsweise,
Genug mit dem Spaß, jetzt sagt die Wahrheit. Ihr Rabauken, ihr werdet noch sehen, wenn ihr weiterhin so frech seid. Von mir werdet ihr noch hören. Alter, oh, das war nochmal eine echt knappe Geschichte. Zum Glück ist der jetzt nochmal weggegangen. Du hast nur Angst. Genau, du hast nur Angst. Hey, danke, Onkel Doofenschmerz. Ihr habt mir jetzt einiges zu erklären. Hey, was geht? Du, wir wollten eigentlich sowieso zu dir rüberkommen und bei dir arbeiten, weil unsere Mutti hat uns verdonnert, sozusagen zu dir herzukommen und auf der Mülldeponie hier ein bisschen zu arbeiten. Schöne Müllwegen hast du da. Warum tut es euch leid? Das war voll lustig. Ich musste mir selber fast das Lachen verkneifen. Oh, das ist natürlich eine gute Sache. Wir machen das immer relativ oft. Schließlich kenne ich meine Enkelkinder nicht anders. Ah, super. Alles klar. Danke, Onkel. Bist ein echt cooler Typ. Wie Enkelkinder? Wir sind doch gar nicht seine Enkelkinder, wenn das unser Onkel ist. Stimmt, aber er hat wahrscheinlich Enkelkinder. Irgendwie sowas wahrscheinlich. Sind seine Nichten und Neffen. Stimmt, wir sind seine Nichten und Neffen. Ja, okay. Das sieht nicht so aus, als ob er es besser weiß. Bleib mal kurz draußen. Ich bekomme gerade einen wichtigen Anruf. Okay. Guck mal, ich habe Engelsflügel. Siehst du die? Hey, Tatsache, woher hast du auch immer die Engelsflügel? Ach, das ist von der Puppe, die du auf dem Rücken hast. Ja, die ist so toll, wie sie auch Engelsflügel haben. Du hast auch einen Pinsel, der durch deine Brust irgendwie rauskommt und vorne hast du den irgendwie raushängen. Und du hast nochmal zwei kleine Mini-Beine, die vorne rauskommen. So richtig verbackt irgendwie. Oh, Junge. Voll süß. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Guck mal, hier eine schöne Mülltonne, da können wir ein paar Sachen rein. Oh, der Onkel kommt wieder. Was hat der Anruf gesagt? Ich habe soeben einen Anruf von Familie Ritter bekommen, dass diese eine Entrüppelung planen und schnellstmöglich jemanden vor Ort haben sollten, der ihnen hilft. Izzy, ich würde sagen, das können wir machen, oder? Auf jeden Fall. Pass auf, Onkel, wir übernehmen diesen Job. Das ist überhaupt gar kein Problem. Du hast sowieso ein paar Fleischwunden, deswegen solltest du dich vielleicht nochmal hinlegen oder sowas in der Art. Siehst irgendwie so aus, als ob du gerade aus dem Krieg oder sowas kommst. Bin so oder so stolz auf euch. Alles klar, danke dir. Okay. Ja, Okay, dann würde ich mal sagen... Ja, dann lass zu Familie Ritter. Ich habe eine Rakete auf dem Rücken. Let's go! Ich brauche meinen eigenen Wagen. Wenn du willst, kannst du einen eigenen Wagen nochmal mitnehmen. Genau, ich glaube, ich weiß sogar, wo diese Familie Ritter wohnt. Da können wir gleich hinfahren. Das ist gar nicht mal so weit weg. Okay. Komm mir hinterher. Ist, glaube ich, bei uns direkt um die Ecke. Ich bin mit dem zusammen in die Grundschule gegangen. Deswegen weiß ich das. Warte mal, wir müssen hier nach rechts fahren. Und meistens haben die immer so ein kleines Messi-Problem, diese Leute. Die haben immer, bei denen ist immer so ein bisschen schmutzig. Und bei den Messis? Achso. Genau, guck mal. Da haben wir ja den ganzen Müll. Mitten auf der Straße. Aber zum Glück sind wir der Müllentrüppelungsservice. Ja, wir wollen ihren Müll wegmachen. Ich glaube, da ist sogar schon die Frau. Hallo, Frau Ritter. Guten Tag. Na, wie geht's Ihnen? Alles gut bei Ihnen? Sie haben ja eine spitze Nase heute. Super sieht die aus. Ja. Seid ihr euch da sicher? Ihr seht schließlich ziemlich jung aus. Nein, wir sind für die Entrüppelungen hier gerade da und wir wollen das ganze Zeug hier aufräumen. Da haben Sie recht. Das ist Professor Izzy und ich bin Aufräummeister Roman. Egal, vergesst es. Auf jeden Fall habt ihr bereits diesen Stapel an Müll sicherlich gesehen, richtig? Ja, wir haben ihren riesigen Müllhaufen und den Kran hier, der einfach auf dem Asphalt befestigt ist, haben wir alle schon gesehen. Und ein Katzenklo-Ding haben wir auch schon gesehen. Den Honigtopf. Deshalb seid ihr ja hier. Eure Aufgabe wäre nur lediglich, diesen Müllstapel so schnell wie möglich zu beseitigen. Ja, das dürfte auf jeden Fall kein Problem sein. Izzy und ich haben die nötigen Werkzeuge zum Glück nicht dabei und machen das alles mit unseren Händen. Alter, guck mal, Izzy, die haben den Nintendo Switch einfach weggeworfen. Oh, Alter, lass die mal mitnehmen. Oh, ich hab sie bekommen. Schafft ihr das alleine? Müsst ihr jetzt nämlich wieder weg. Ja, wir schaffen das alleine. Dafür sind wir doch da. Wir sind ihr Müllentrümpelungsservice. Deswegen, wir fangen hier schon mal an. Alles klar? Sehen uns später, Frau Ritter. Wir fangen hier schon mal an. Wäre kein Problem. Wenigstens helft ihr uns dann ja schließlich, ist das, was zählt. Ja, ja, ist ja richtig so. Alles, was zählt, ist, ihren Müll wegzuräumen. Jetzt gehen Sie schon, Frau Ritter. Wir kümmern uns hier darum, den Müll von der Straße zu beseitigen. Ich bin jedoch, wie gesagt, erstmal weg. Viel Spaß euch noch. Ja, tschüss, Frau Ritter. Machen Sie es gut. Wir rufen Sie, wenn wir fertig sind. So, guck mal, hier ist ein kleiner Frosch und ein kleiner Knochen. Echt richtig viel toller Müll, der mir gefällt. Und jetzt stellen wir ihn in ihr Haus rein. Komm, Robert. Komm, wir stellen das rein. Komm. Ich glaube, die haben gar nichts im Haus. Die sind doch... Ja, die stellen... Okay. Ich glaube, alles, was die hatten, ist wahrscheinlich jetzt alles weg. Oh, schade. Oh, schade. Aber alles, was die jetzt hatten tatsächlich, ist jetzt wahrscheinlich hier auf der Straße. Vielleicht ziehen die um oder sowas in der Art. Naja, der Müll soll uns nicht kümmern. Weißt du, wir können ja einfach alles mitnehmen, was wir wollen. So, hier. Oh, da ist ein richtig harter Brocken. Oh, ist der süß. Guck dir mal diesen Frosch an. Ah, ich habe den ganzen Ofen hier mitgenommen. Der ist total niedlich, oder? Ich habe auch so einen Frosch. Oh, du hast auch einen. Der kriegt auch Frosch. Wir können jetzt zwei Frösche haben. Oh, yeah. Also den ganzen Müll hier beseitigen. Hier der sitzt auf meinem Rücken.
Stimmt, den kann man auf dem Rücken sitzen lassen. Ja, ne? Wie so ein Rucksack. Oh, jetzt habe ich auch so einen Rucksack statt so einem Steak. Oh, cool. Das sieht wirklich aus wie ein Rucksack. Abgefahren. Sieht besser aus. So, hier noch den Honigtopf mitnehmen, den Stuhl mitnehmen. Aber es sind schon viele coole Sachen zum Mitnehmen. So, Nintendo Switch müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. So, ich glaube, das wäre sogar schon fast alles. Guck mal. Okay, wir haben hier cool. Überall Knochen und alles. Du, Tanjob. Ja, ja, ich würde mal sagen, das ist eine sehr gute Sache. So, dann müssen wir sie nur noch rufen. Frau Ritter! Frau Ritter, kommen Sie bitte zurück! Fertig! Oh, da sind Sie ja, Frau Ritter. Guten Tag, wir sind fertig mit dem Aufräumarbeiten. Das ging aber wirklich flott, hätte ich nicht gedacht. Ja, das geht relativ flott, so eine Sache aufzuräumen. Da haben Sie schon recht. So, und jetzt müssen Sie uns leider noch eine Bezahlung oder sowas geben. So 200, 300, 400.000 oder sowas. Das freut mich zu hören. Bin euch sehr dankbar. Schönen Abend euch noch. Was? Ich glaube, Sie haben da was falsch verstanden, Frau Ritter. Also, da gibt es so eine Sache, die nennt sich Bezahlung. Und zwar so Leute wie wir müssen bezahlen, alles klar. Ja, richtig. Sie scheint, okay, das wird wahrscheinlich irgendwie vom Amt übernommen. Egal, wir oder können sowas den Müll nach. Behalten. Okay, yeah. Juhu, wir nehmen mal den Müll mit. Ich nehme den vorderen Wagen, du den hinteren. Und wir fahren jetzt wieder zurück zur Mülldeponie. Cool. Ich weiß gar nicht mehr, wo es lang geht. Ich glaube, links, jetzt musst du die erste links nehmen. Und dann, wir sind einfach zwei coole Müllwegen, ne? Das ist schon eine coole Sache eigentlich. Ich höre, dass ich hier richtig fahre. Ja, ja, genau. Und jetzt links musst du gleich nochmal einbiegen, ihr seht. Und nein, dann nicht durch den Tunnel. Genau, da links die kleine Einkerbung nehmen. Ah, hier sind wir. Ja, und da musst du jetzt einfach nur noch den Müllwagen anstellen, so dass der da direkt davor steht. Und dann müssen wir... Ach, guck mal, wer da schon kommt. Super, exzellente. Hallo, Onkel, Opa. Ihr wart so schnell, unglaublich. Ja, wir waren tatsächlich so schnell und haben da kurz den ganzen Müll aufgeräumt. Das habt ihr echt gut gemacht, Kinder. Ja, danke schön. Dafür, dass wir unser Zimmer nicht mal aufgeräumt haben, haben wir gerade eine gesamte Straße sauber gemacht. Ja. Das war echt eine gute Sache. Das freut euren Onkel sehr. Klar freut dich das, weil du jetzt nicht gearbeitet hast und wir die gesamte Arbeit erledigt haben. Aber dafür werden wir den ganzen coolen Müll behalten. Okay. Yeah. Alles klar, Onkel. Keine Sorge, ihr habt heute genug geleistet. Super, das finde ich echt gut, Mann. Danke für die gesamte Arbeit, die wir bekommen haben. Kriegen wir eigentlich eine Bezahlung? Eure Mutter hat, bevor ihr kamt, ebenfalls angerufen und meinte, dass das Essen auf den Tisch ist. Oh, das heißt also, jetzt gibt's Mittagessen oder sowas in der Art. Schöne Sache, ich liebe Steaks. So, okay, dann danke dir, Onkel. Wir verziehen uns dann langsam wieder. Beeilt euch also, sie wartet nicht mehr lange. Alles klar, Onkel, wir sehen uns dann später wieder. Mach's gut, wir gehen jetzt was essen. Okay, Leute, wir setzen uns jetzt wahrscheinlich jetzt kurz an den Mittagstisch und gönnen uns erstmal ein bisschen was Leckeres zu essen, ne? Und wünschen euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen guten Tag. Schaut gerne auch bei Easy auf dem Channel vorbei und gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dieses Video, falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Wir sehen auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Minecraft und Easy und Roman und wir spielen irgendwelche Sachen. Haut rein, Leute. Und ciao!